Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Bausimulator 2015. Hallo. Ich habe ihn natürlich, wir sind am Bau. So. Du hast welches Level? Immer noch 3, ne? Hast du gesagt? Ja. Dann haben wir, können wir so ein, guck mal, ob du, wenn du, nee, du kannst ja nicht auf Auftrag, oder kannst du trotzdem auf Auftrag drücken und da nichts annehmen. Auf was drücken? Ob du auf Aufträge drücken kannst. Im Menü. Und dann auf Sonderaufträge, ob du da was hast, ist die Frage. Nee, geht nicht. Ausschreibung geht nicht, Sonderaufträge geht nicht, Länge geht nicht, entschickten Aufträge geht nicht. Okay, dann hoffe ich, dass es aber für dich auch gilt. Ich nehme jetzt einen Sonderauftrag, nehme ich an, den wir mit Level 3 freischaltet. Also du dürftest den dann auch bekommen haben. Und zwar neues Fahrzeug kaufen. Wir haben nur Kohle, wir können uns mal was Neues leisten. Und es ist auch eine Mission, also machen wir das jetzt. Vorarbeiter ansprechen. Der habe. Oder ist er? Ich habe gerade so Kontoschein gecheckt. Weißt du was? Ich denke, es ist Teil unseres Fuhrparks zu erweitern. Das hört sich gut an. Ich zeig dir auf der Karte, wo der Fahrzeugende ist. Fahr gleich vorbei. Ich sprich mit Gerd. Die kenne ich noch von früher. Dann schau ich mal, was Gerd im Angebot hat. Fahr mal mit dem Gleitfahrzeug. Es geht am schnellsten. Hm. Willst du? Also ich. Mir ist egal. Ich kann auch. Okay, fährst du. Zum Fahrzeughändler. Ist markiert bei mir. Bis bei dir auch markiert ist. Der holt sich jetzt aber eigentlich die Steuerung so schwer. Hast du vielleicht auf Simulation umgestiegen? Von Arcade? Oder hast du überhaupt die Steuerung umgestellt gehabt vorher? Nee, eigentlich nicht. Mal gucken, ob er das bei mir geschaltet hat. Arcade, ja. Guck mal, was wir uns noch für ein Fahrzeug kaufen. Hast du schon eine Idee oder wollen wir einfach ein neues mal? Na, ja, schau mal, gleich mal. Ganz kurz, was ich noch erwähnen kann. Ich habe ab sofort auch die DLCs. Das heißt, wir können auch die DLC-Aufträge alle spielen. Und auch die Fahrzeuge haben wir jetzt. Also, ich habe die jetzt mit DLC. Und wenn ich die kaufe, kann Fabi die auch benutzen, beziehungsweise wenn ich die Aufträge annehmen kann, dann Fabi die Aufträge machen. Also, das ist, er braucht die DLCs dafür nicht. Und ich habe die jetzt halt alle. Also, wir können uns auch die ganzen DLCs-Fahrzeuge mal zeigen und auch die DLC-Aufträge. Genau. Sind auch alle installiert, also dürfte auch alles da sein. Warum hört sich du von dem Teil an wie ein LKW? Das hab ich schon im letzten Part schon gesagt. Kann ich mich dran erinnern. Ein paar Parts davor. Kann sein, dass eine neue Hupe einzubauen. Kann sein, dass ich da anders war, ich beschäftigt war. Ja, dann haben wir mal einen Hupe fürs ganze Spiel. Ein Soundfile fürs ganze Game gemacht. Wahrscheinlich kann der Kran auch hupen. Wahrscheinlich. Aber dabei, dass es ein Simulator ist, was ja allgemein immer so ein bisschen schlechten Ruf hat, finde ich es aber gut programmiert, immerhin. Aber so halt ein paar Glitches und so, aber Spaß. Sonst. Wäre natürlich, also ich, weil es gibt leider nicht so viel, wo man Together machen kann, weil dafür auch ein paar Trash-Simulatoren mal mit dem Spiel spielen. Wenn ihr die Trash-Games geschaut habt, wisst ihr ja, dass ich auch sehr gut darüber herziehen kann. Dann haben wir denn da, muss Tobi sein, Alter von Haber hat schon angemeldet. Wie geht's dem alten Alunken? Fahrzeug weiter, das klingt taghaft. Ich vertraue dir den ganzen Flotte am besten modernsten Baufahrzeugen, das ist im Spottpreis. Der große Pritschenwagen mit Ladekran sollen wir uns kaufen. Mhm. Mit dem integrierten Ladekran geht das auf- und abladen von Paletten und dem anderen Kran, das man so braucht, wirklich zuck. Also kann man auch Paletten aufladen. Ich mache dir ein gutes Angebot. Es gibt auch ein Testgelände. Aha. Ist lustig, dass bei mir hier keiner steht. Warte mal, mach das, bevor ich vergesse, wenn du ein Fahrzeug irgendwann nicht mehr brauchst, weil es zu klein geworden ist oder der Platz auf dem Hof knapp wird, dann nehme ich sie dir gerne ab für 50% vom Neupreis. Okay. Dann können wir den einen verkaufen, oder? Nee, das sag mal, 3 Pritschenwagen, ist egal, wenn wir einen großen haben. Oh, guck mal, der Auftrag ist jetzt schon abgeschlossen, ich muss den gar nicht kaufen. Ich kaufe den trotzdem, okay? Machen wir Pritschenwagen mit Kran. Ja, nicht, dass wir den schon haben. Nein, wir haben da noch keinen mit Kran. Ja, aber nicht, dass er schon im Hof oder sowas steht. Nee, der hat ja gesagt, kauf, schau dich bei mir um. Damit ist der Auftrag geendet.
Das geht. Ich kaufe einen großen. Wir haben ein Kleinfahrzeug schon, wir haben schon zwei kleine Pritschenwagen, wir haben einen Absitzkippe, wir haben einen kleinen Bagger. Ah, da sind die, warte mal, sind es DLCs? Ich glaube, Teil der DLCs sehe ich schon. Ja, Stelle 1 ist gerade L1 zum Beispiel DLC. Und es gibt Spezialtransportauflieger, die waren auch neu. Okay, dann kaufen wir uns jetzt einfach mal. Wir könnten uns auch einen Radlader kaufen. Nee, wir kaufen uns alles da rein. Ach, wir kaufen uns jetzt mal einen Pritschenwagen mit Kran. Dann haben wir den auch noch. Jedes Fahrzeug einmal. Ach, geil. Wir haben keinen Platz mehr für ein Fahrzeug auf dem Firmengelände. Es wird Zeit, sich nach einer größeren... Wir können mal gucken. Warte mal, vielleicht ist es sogar besser. Marworth. Wir können mal gucken, was die neue Base hier in der Stadt kostet. Wo sind die? Guck mal auf die Map. Ich habe da nämlich auch einen Sonderauftrag. Den schalten wir eigentlich mit Level 6 frei, aber da du ja eh scheiße langsam levelst. Und ich ja eh die Firma bin. Und du deswegen eh nichts vom machen kannst. Also, weißt du, was ich meine? Du kannst damit Level... Also, das ist mir auch erst eingefallen. Du kriegst zwar weniger Erfahrung, Fabi, aber du musst bedenken, du kannst mit dem Erfahrungs eh nichts anfangen. Weil wenn du das... Du bist mit Level 3, kannst du einen Hilfsarbeiter einstellen. Aber das kannst du ja nicht, weil du bist Mitarbeiter hier. Weißt du? Naja. Deswegen, mit Level 6 haben wir das freigeschaltet. Dass ich mir die Stadt kaufen kann. Ich mache jetzt aber den Sonderauftrag. Umzug in die Stadt heißt das Teil nämlich. Da müssen wir aber nochmal zum Habe zurück. Also du musst eh zum Habe fahren. Wo waren der bei uns auf dem Gelände, ne? Ja, ich habe einen Auftrag gerade angenommen. Müsste ich dir jetzt auch anzeigen. Ja, ja, genau. Ich sehe es. Und dann können wir mal gucken, müssen wir mit dem Makler gehen. Also können wir mal gucken, wie teuer das ist. Wenn es 200.000 kostet, haben wir es halt noch nicht. Da müssen wir noch ein bisschen Auftrag machen. Ich habe mich nur... Ich hoffe, das Spiel hat genug Plätze, dass man jedes Fahrzeug einmal kaufen kann. Weil ich... Ja, dumm, wenn ich. Ich hab nämlich nur, dass wir das Spiel nicht will, dass wir die anderen dann verkaufen. Weil ich... Oder ich denke mal, wir dürfen beide Firmengelände behalten, oder? Was war das? Ich weiß nicht, du. Also wenn wir das neue kaufen, wenn wir jetzt alle noch behalten können, damit haben wir noch die Parkplätze. Würde ich mal sagen. Wir können uns ja teleportieren im Bedarf. Weil ich sehe jetzt, außer das im Dorf, was uns gehört, sehe ich jetzt nur noch ein Symbol. Das ist hier in der Stadt halt, das hier im Gelände. Sonst gibt es nirgendwo anders eins. Also die Map erweitert sich noch, was ich glaube. Und das haben wir dadurch, dass wir jetzt den Auftrag gemacht haben, wir jetzt noch einen neuen Sonderauftrag. Wir können jetzt anfangen, das Hotel zu bauen, Fabi. Mhm. Das ist der erste Auftrag, der über zwei Hämmer geht. Also bei den Aufträgen gibt es so eine Schwertung, das hast du ja noch nicht gesehen. So eine Hämmeranzeige. Und es gibt maximal 5 Hämmer. Und die bisherigen Aufträge, die wir gemacht haben, ich habe gesehen, dass irgendwo gegen gerast ist, auch wenn ich müde war. die bisherigen Aufträge, die wir gemacht haben, haben immer nur eins oder einen halben Hammer. Und das Hotel ist es erst mit zwei Hämmern. Oh mein Gott, wird das schwer. Ich frage mich, was dann 5 Hämmer hat. Wahrscheinlich die Hochhäuser. 5 Hämmer musst du, glaube ich, alles selber machen. Oder viel selber machen. Oder du hast halt einfach mehr Fahrzeuge, die du benutzen musst. Dass es danach irgendwie geregelt ist. Ich glaube, für die 5 brauchen wir dann so fette Kräne und so Zeug. Und die Teile auf dem Dach immer rumwackelt. Bei mir gar nicht. Bei mir wackelt es die ganze Zeit. Wenn du irgendwie gegen, also wenn du irgendwie knapp Kurven fährst, wackelt es noch mehr. Pfui, über die rote Ampel. Wow. Voll der... Ach. So fährt man einen Schwertransporter. Ah ne, das ist ja nur... Das ist ein Begleitfahrzeug, ja. Da, wir hatten den Nacken stehen lassen. Ich nicht. So, Habe, komm mal her. Da bist du, hör mal, ich muss dir was Wichtiges mit dir besprechen. Was gibt's denn? Du machst es wirklich gut, du lernst schnell, gewinnst jeden Tag an Erfahrung dazu. Du findest ein großes Lob. Aha. Du hast recht, da kommt noch was. Ich glaube, wenn wir auf lange Sicht erfolgreich sein wollen, müssen wir uns vergrößern. Wir brauchen mehr Fahrzeuge, um neue und größere Aufträge annehmen zu können. Und zusätzliches Personal werden wir auch brauchen. Ich mach's kurz. Wir brauchen mehr Platz und müssen uns deshalb nach einem neuen Firmengelände umschauen. Am besten in der Stadt, da sind wir auch näher dran an unseren Kunden. Wie finden wir denn was Passendes? Ich habe schon mal eine Immobilienmaklerin gesprochen. Ich habe mich vorhin angerufen und gefragt, ob wir uns möglicherweise passendes Gelände in der Stadt anschauen möchten. Ja, komm, wir ziehen durch. Wir treffen uns da, ich mache unterwegs noch ein paar Erledigungen. Alles klar, Habe. Makler ansprechen. Das war ich schnell. Hä?
Wo bist du? Wo bin ich? Buggy, jetzt kannst du los. Du hast auf meinen Schoß gesetzt, du Ekelhafter. Hallo? Steig nochmal aus, nochmal eins, Spektrum. Scheiß Spiel. Ich glaube, weil wir gleichzeitig eingestiegen sind. Da Kontaktperson ist markiert. Wieder da, wo wir gerade herkamen quasi. Ja, wenn der Habe halt nicht zu uns kommt, dann muss der Prophet halt zum Habe kommen. Hallo. Nichts nutzt, Alter. Was hätten der da zusammen? Die alle dumm gucken. Jetzt laufen sie aber durch die Straße. Typisch Rentner wieder, ey. So, drauf, Ernie. Wow. Resetten. Alles klar. Ja. Ich bin ja auch mal dabei irgendwo gegen gefahren, aber... Oh. Doch, du fährst die ganze rechts, rechts am, an die Langlage. Ja, aber ich bin immer dran gekommen. Du schrubberst aber die ganze Zeit noch. Schrub was anderes. Der, wie dieses Fahrzeug gerade anhört. Und dann kurz Stille. Kannst du jetzt fertig mit dem Ding fahren? Was machst du da? Also vorhin konnte ich schon jetzt nicht mit dem Ding fahren. Was heißt vorhin im letzten Part? Ist immer noch in der Aufnahmesession? Nein. Ja, ein Neubuch. Das konnte ich ja die DLCs nicht haben können so schnell. Klar, hast du kurz Pause gemacht und dann... Oh yeah. Wir wissen nicht, wie HBSQ, der da erstmal 8 Stunden aufnimmt. Haben die überhaupt schon irgendwas in dem ganzen Display gemacht? Meinst du jetzt in HBSQ? Rumlaufen und durch die Welt springen und... Hä? Du musst doch wissen, dass der HBSQ kein Spiel 1 nimmt. Muss dir doch schon mal aufgefallen sein. Ja, aber trotzdem ist es ja mal langweilig, wenn die ganze Zeit nur rumlaufen und irgendwo durch die Welt backen. Ja, aber es war schon... Also... Oh, fick dich doch, ey. Ja. Ich meine, jeder sollte spielen, so wie er will und ich habe trotzdem nicht kaputt gelacht und dadurch Bock auf das Spiel bekommen. Also, das haben sie trotzdem geschafft. Ich bin klar, dass du durch die wieder Bock hattest. Ja, aber ich hatte das Spiel ja schon länger, aber... Ich hätte nicht gedacht, dass es so gut ist. Ich habe ja noch nie geschissen als davon geguckt. Dass man so viele Aufträge machen kann. Ja, das ist halt das Problem, weil die zeigen halt nicht, was das Spiel wirklich ist, sondern man sich irgendwie lustig drüber. Und dann kauft es halt niemand. Fast niemand. Wenn man mal sagen muss, der Erik wollte die ganze Zeit Auftrag gescheit machen, wie Jan halt die ganze Zeit rumgespürt. Man gemerkt in den Folgen. Hier waren wir noch nie, ne? Fetter Markt. Und über Roche, jawohl. Ich hätte mir vor, müssen uns ja an die, weil es eine Simulation ist, an die... Oh, geile Sau. Kurzer Cut, schwingt wieder. Ist auch so ein Schlunz. Schlunz und Pane, ja. Damit herzlich willkommen nach dem Cut. Wieder da. Wo ist er denn? Das ist er. Geil, da. Hallo, meine Herren. Mein Name ist Ming. Wir hatten telefoniert. Li Ming. Ming Li. Schön, dass Sie es einrichten konnten. Ich glaube, ich habe hier das perfekte Gelände für Ihre Ansprüche gefunden. Schön, Sie kennenzulernen, Frau Ming. Mein Name ist Tobi. Wir sind schon sehr gespannt, was Sie für uns haben. Tja, das Gelände hat vor einem großen Fahrzeug hintergehört. Die sind vor kurzem pleite gegangen. Das Gelände bietet bis zu 24 Stellflächen. Ein separates Werkstattgebäude und ein repräsentatives Verwaltungsgebäude. Dem überaus großzügigen Platzangebot ist auch die zentrale Lage direkt in der Stadt sowie der... Das hört sich ja großartig an. Ihr könnt expandieren und unseren Fuhrpark noch ordentlich erweitern. Die monatliche Pacht von 10.000 Euro ist für ein aufstrebendes Unternehmen wie Ihres sicherlich kein Problem. Hinzu kommen natürlich Nebenkosten, die nach Verbrauch abgerechnet werden. Das ist mal eine Hausnummer. Hä, wir haben doch eine 80k. Die ersten Monate kosten wir auch mehr bezahlen können.
Aber was meinst du, sollen wir den Schritt wirklich wagen? Ich weiß, das kriegt noch viel Geld und nur eine große Vorteil. Okay, sorry. Eine große Verantwortung, weil ich glaube, wir müssen das jetzt machen. Wir sind so, sonst so eingeschränkt in unsere Möglichkeiten. Vertrauen wir das richtige Weg. Ja los, kauf das Ding jetzt. Ja, gar meine Herren, nötig Papier, weil ich sofort fertig machen. Schlüssel am Arscher. Ja gut. Oh, Video. Ja. Guck mal, wir haben hier sogar einen eigenen Lagerort. Ich sehe das Video nicht. Achso. Da ist er, habe. Mensch, Tobi, ich bin stolz auf dich. So, was steht da noch? Es beginnt der Ernst des Lebens. In Übernahme dieses Geländes kommen uns nun monatliche Kosten auf und zu, die wir natürlich erstmal erwirtschaften müssen. Auch unsere Fahrzeuge und unser Personal verursachen nun regelmäßig... Ab jetzt kosten die Nebenkosten. Ab jetzt müssen wir auf die Finanzen achten. Vorher war es egal. Ja, am Monatsende werden die laufenden Kosten automatisch von unserem Konto abgebucht. Dazu gehören die Pacht, Fahrzeugsbetriebskosten, also für jedes Fahrzeug nochmal extra, und Löhne. Und man hat auch einen Monatsende-Balken. Wenn der Balken voll ist, ist das Monatsende und wir sollten genug Geld auf unserem Konto haben. Und wir sollen die Fahrzeuge herbringen. Ja, okay, wir müssen jetzt alle Fahrzeuge herbringen. Gut, damit gehen wir den alten auf. Aber wenn die sagt 24 Stellplätze. Was ich aber schade finde, wir haben jetzt gesagt bekommen, ab jetzt kostet monatlich Geld. Wir sehen auch bei den einzelnen Sachen, wie viel Geld es kostet. Aber ich habe jetzt keine Gesamtausgaben. Ich sehe nur die einmaligen, aber ich sehe nicht die dauerhaften Ausgaben. Hä, wo sind sie? Also, du hast jetzt wegteleportiert, oder wie? Mhm. Okay, ich weiß nicht, wie groß sind das? Wo sind dann überhaupt unsere Parkplätze? Ich guck mal kurz. Schauen wir das Teil erstmal näher an. Also dieses Verwaltungsgebäude können wir anscheinend eh nicht rein. Hier haben wir so eine Lagerplatzfläche. Hier haben wir einen Kran und eine Kranfläche. Und hier sind die Parkplätze hier unten. Alter, jetzt gehört alles uns hier, krass. Gut, dann parken wir alles der Reihe nach. Schauen wir hier unten an. So. Dann beam ich jetzt auch zu dem Fahrzeug. Oh, mein, ich glaube, ich nehme gleich den Bagger mit. Ja, das ist gut. Wenn wir jetzt aber Aufträge hier im Dorf haben, wird es halt ein bisschen weiterer Weg, ne, als vorher. Da können wir jetzt Aufträge in der Stadt halt auch machen. Stimmt mir, dass jetzt hier in der Stadt sein soll, gell? Ja, die größeren Aufträge gibt es halt in der Stadt. Ups, da wird aus, wenn wieder ein Schild mitgenommen. Oh, das liegt jetzt hinten drauf. Also haben wir jetzt offiziell auch ein Vorfahrtbeachten-Schild im Inventar.
Wow, von Tal. Gut, das Fahrzeug ist da, beziehungsweise sollte, wenn ich das begleitende Fahrzeug mit zählt. Beam ich mich als dieses Mal zum... Okay, da hat mich Discord disconnect. Ich würde gucken, warum schaue ich... Hörst du mich wieder? Ja. Discord hatte gerade Probleme bei mir. Okay. Also ich hatte gerade Disconnect-Geräusch, aber anscheinend habe ich mich in dem Moment wieder connected. Ich habe dich jetzt die letzten 3 Minuten nicht gehört. Hast du da was gesagt gehabt? Nein. Aber dann passt ja. Ich dachte mich ganz ehrlich, warum ist, weil ich habe die ganze Zeit... Hast du noch gehört, was ich gesagt habe, dass wir jetzt ein Vorfahrt-Achtenschild dabei haben? Nö. Okay, da war ich da schon disconnect. Gut. Ich habe mit dem Wagen ein Vorfahrt-Achtenschild angefahren. Das ist dann hinten aufs Gepäck gefallen. Da habe ich dann gesagt, wir haben jetzt offiziell auch ein Vorfahrt-Achtenschild im Inventar. Discord macht jetzt halt immer mehr Spökes, zur Erklärung nochmal in der Aufnahme. Also wir haben öfter Disconnects, komisches, schlechte Soundqualität auf einmal und so Zeug. Jetzt hör doch mal auf, das machst du mit Absicht, dieses dumme Auto vor mir. Also ich fahre jetzt gerade den Absitzkipper noch hin, ne? Mhm. Den ersten habe ich, den ersten Pritschenwagen habe ich drüben. Ich habe ja genug Parkplätze frei, ist egal wo du es hinstellst. Machst du hier mit dem Bagger in dem Feld? Frag nicht. Hat sich gesichert? Ich bin dagegen diesen Stein hier gefahren. So. War schon verheimlichen wollen, hä? Nö. Hey, mal, da steht der Kölner Dom. Den muss ich mir jetzt echt mal angucken. Gleich den Dom. Ja, ich glaube, da kann man eh nicht hin. So in der Entfernung. Ich bin gespannt, wie teuer das wird monatlich. Ich hoffe, wir können uns das immer noch leisten. Hier gibt es auch einen Baumarkt, sehe ich gerade. Ist hier die? Ups, hat er gebogen. Gut, dann haben wir jetzt alles hier. Wenn du jetzt noch einen kleinen Putschenwagen 2 bringst und den Bagger, dann haben wir alles, ja. Gut, machen wir jetzt aber trotzdem, was wir vorhatten. Ich kaufe jetzt trotzdem uns einen großen. Ich meine, wir haben... Doch einen verkaufen, sonst haben wir zu viele Kosten. Du meinst, ein Großer kann einen Kleinen ersetzen. Ja. Der heißt ja nur Groß, weil er einen Kran hat.
Der ist sonst genauso wie normaler. Okay, hast recht, wenn der genauso wie normaler ist, dann kann man den einen verkaufen. Ja, wenn du das zum einen verkaufst, ich habe einmal hier. Ja, nee, ich fahre mit dem hier hin. Du weißt ja nicht, welcher das ist. Das ist der erste. Ich sehe an, was ich drin sitze. Was du drin sitzt. Wenn du oben links draufklickst, siehst du es. Dann kaufe ich mir einen mit Kram. Dann haben wir in der Folge mal einfach so ein bisschen organisatorisches gemacht für die Firma. Nächste Part machen wir weiter mit Aufträgen. Moin. Ich glaube, das Fahrzeug könnte ich auch verkaufen, wenn ich hinfahren würde, weil ich nehme es aber, weil es realistisch ist, nehme ich es mal mit. Oh, Heimwerke. Erfolgreich. Oh, wir müssen den Vorarbeiter nochmal ansprechen. Kannst du das gerade machen? Siehst du den? Ja. Weil der, ich kann es dann trotzdem vorlesen. Weil bei mir ploppt dann der Dialog auf. Ah, ich hab's auch nicht angezeigt bekommen, egal. Ist ein neues Firmengelände bezogen. Hier hast du nur eine Menge Platz. Ab sofort verursachen deine Fahrzeuge, Personal und auch dein Firmengelände monatlich Kosten. Fahrzeughalle. Ah. Da können Anhänger ein- und ausgelagert werden. Und Fahrzeug auch. Eingelagerte Fahrzeuge verursachen dabei nur noch die Hälfte ihrer monatlichen Unterhaltskosten. Ja, hi. Warte kurz setzen. Gut. Würde ich sagen, das Begleitfahrzeug brauchen wir ja so gesehen noch nicht. Das, dann stellen wir das in die Halle rein. Wenn es dann nur noch die Hälfte kostet. Die Fahrzeuge, die wir öfter brauchen, die lassen wir draußen stehen. Ah, ab sofort tut der Balken oben rechts runter ticken. Voll in reinfahren! So, der ist noch Mus. Verkaufen, so. Guck mal ganz kurz, check mal wirklich, dass es der erste ist. Steig mal kurz in den ersten ein, sag, ob du dann richtig landest. Ja. Okay, dann verkaufe ich jetzt den ersten. Achtung, er ist gleich weg. Oh, Fahrzeuge aus dem Startfuhrpark können nicht verkauft werden. Wir brauchen den Zweier. Ist der Zweier gerade am Anhänger? Ja. Teleportiere ich mal den Zweier, tu mal den Anhänger wegmachen und dann verkaufe ich einfach den Zweier. Der Einser steht da noch hier. Ist doch egal. Ich kaufe jetzt aber trotzdem schon mal den neuen. Das macht ja keinen Unterschied. Bitchenwagen mit Kran. 85k. Einkaufen. Ja. Bam. Gut. Hast du abgekappelt? Ja. Dann verkaufe ich jetzt den zweiten. Kleiner Butschewagen. 2, verkauf. Oh, der ist halt viel größer, ne? 56.000, kriegen wir. Wow, alles klar. Wie kann man den Kran bedienen? Kannst du mal kurz gucken, wie das geht? Steuerung bestimmt einblenden. Da steht bestimmt. Ob das wirklich besser funktioniert als der Gabelstapler. Oder geht es gar nicht, der hat uns verarscht. Warte mal. Hä? Nur Kuhn E.
Ja, C ist hinten, Q und E sind die Stützen. Shift und Q und E vielleicht. Ah ne, da ist... Q ist angeblich hoch. Ne, ist so... Da hörst du was? Ja, wenn ich E drück, kommt die Teile runter. Wie drückst du das? Mit E. Stützhülse vollständig ausgefahren. Und jetzt wahrscheinlich... Stützhülse müssen eingefahren sein. Ah, und die hinteren sind auch cool. Ja, und wie tue ich jetzt den Kram bedienen? Ah, mit Tab! Ach, du Heilige. Das ist viel komplizierter, als einfach im Gabelstapler aufzumachen. Ach du Heilige, es ist viel Steuerung. Es wird mit dem normalen Grad dann noch wichtig. Also ich probiere das jetzt mal nicht aus. Es geht auf jeden Fall. Man kann jetzt hier einen aus. Also die Stützfüße müssen vorher stehen. Du kannst es gleich auch nochmal ausprobieren. Ich fahre den anderen zurück. Ich tue mal aber kurz nochmal mit Tab wieder rückwechseln. Und jetzt kann ich die wieder mit Q einfahren. Ich fahre die kurz mal wieder ein, dann kannst du es auch selber ausprobieren. Ja, ich weiß nicht, wie sie rausgehen. Ah, da klappt die dann komplett ein. Okay. Also mit Tab wie beim Bagger kannst du mit Tab da auch umschalten. Mhm. Gut, ich fahre den anderen zurück. Und dann kannst du, das ist mit sehr komplizierten Steuerungen, einen ausfahren. Ich weiß nicht, wie ich damit die Paletten hops nehmen soll. Ob man die dann einfach oben festmachen kann, wie beim Bagger? Wahrscheinlich, ne? So, weil der Leertaste drücken muss. Das halte ich für wahrscheinlich. Bist du? Filmgelände. Kannst du auch hin teleportieren, ich bin halt gefahren, weil ich Bock hatte. Sofort teleportieren wir uns dann wieder an und der Mission. So. So, ich pack. Oder hast du schon gemacht? Einfach zu Hause reingepackt. Schön hinten. Warte, ich teleport mich schnell hin. Gut. Das brauchen wir nicht so oft wahrscheinlich. Deswegen kann man das eigentlich einparken, dann spart es Kosten. Mach ich die Teile hier auf, das ist die große Frage. Schlons, wir sind jetzt Schlonsenpartner offiziell. Partner sind wir, wahrscheinlich heißt der Habe im Nachnamen Schlons. Hans-Peter Schlons. Toll, wie kriegt mir die Kacke hier auf? Dann gebe ich aber sofort freigeschaltet oder einfach reinfahren, hoffen, dass es aufgeht. Auf da! Tut sich nix. Eine andere Halle haben wir nicht auf dem Gelände. Angeblich haben wir es jetzt freigeschaltet. Oder muss ich da, warte mal, muss ich das vielleicht auf einem Menü machen?
Firma, Fuhrpark. Verkleidfahrzeug, hier, in Fahrzeugkeile, es geht über das Menü, Fahrzeugkeile einlagern. Einige der Fahrzeuge verursachen nur halb so viel Kosten, belegen keinen Parkplatz am Firmengelände. Sie können jetzt wieder ausgelagert werden, solange genug Platz auf dem Firmengelände ist. Okay. Nur die wichtigen Fahrzeuge erstmal draußen lassen. Gut, dann würde ich sagen, an der Stelle beenden wir den Part. Wie gesagt, wir haben ein bisschen organisatorisches gemacht. Neues Firmengelände, neues Fahrzeug. Und dieses Part geht es dann mit den Aufträgen weiter. Wahrscheinlich wird er mit dem ersten Sonderauftrag losliegen. Also bis dahin. Ciao. Tschüss.